Wer sich auf dünnes Eis begibt oder wie hier auf lange Bretter mit Rollen darunter, der sollte schon wissen, was er da tut. Ist eben noch kein Meister vom Himmel oder punktgenau aufs Skateboard geplumpst. Ich weiß, warum ich lieber im Rollstuhl sitzen bleibe. Kühne Kunststücke waren noch nie mein Ding. Aber zuschauen, bis mir davon schwindlig wird, wenn die tollkühnen Männer auf ihren fliegenden Brettern vor dem einstigen Residenzschloss in Braunschweig über die Steinplatten flitzen und unermüdlich immer wieder dieselben akrobatischen Tricks üben, das macht schon Spaß. Und ich freue mich, als sei ich selbst, wenn die hippen Sportskanonen endlich mal wieder sicher auf ihrem wirbelnden Board landen. Wie machen die das bloß? Ich habe es als damals noch pumperlgesunder Junge nicht einmal geschafft, ein paar Meter auf unseren Simpelrollschuhen der 1950er Jahre geradeaus zu fahren, ohne mir im freien Fall eines meiner damals ständigen blutigen Knie einzuhandeln. Naja, unsere Rollschuhe waren eben old school. Heute ist so ein Board nicht etwa ein simples Brett mit vier Rollen darunter. Die Kids des 21. Jahrhunderts gleiten, springen und klettern auf echten Hightech-Geräten. Da ist es fast logisch, dass so ein Rollbrett nicht einfach Brett heißt. Nein, es ist ein Deck aus 7 Schichten kanadischem oder baltischem Ahornsperrholz mit Dodos, das sind Lenkgummis, und sie haben eine Nose und einen Tail. Mit Nase und Schwanz bezeichnet der Skater von Welt die nach oben gebogenen Teile des Decks vorn und hinten. Ich bin schon zufrieden damit, dass ich meinem Schatten beigebracht habe, locker und lässig einen Radfahrer zu überholen. Ach so, er war ja zu Fuß, aber immerhin. Zurück zur sportlichen Jugend unseres Jahrhunderts. Der Einzige, der sich völlig unbeeindruckt von den Nachfahren seiner einstigen Untertanen zeigt, ist Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig. Den Herzog hoch zu Ross ficht das Getümmel zu Füßen seines Reiterstandbildes eh nichts an. Da steht er drüber. Genauer genommen sitzt er es aus. Potentat und Skater kommen aber alles in allem ganz gut miteinander zurecht. Ihr Geheimrezept? Sie lassen einander einfach in Ruhe. Eigentlich nachahmenswert, finde ich zumindest. Um diese erkenntnisreicher rolle ich gemächlich nach Hause, freue mich über meinen Schatten, den ich nicht überholen kann und auch nicht überholen will, wozu auch überquere die Oker und bin gleich daheim. Doch es war ein schöner Ausflug. Jassan Aken.